Herr Dr. Danschbeck-Gruber, haben Sie für die Fadinger Schülerinnen und Fadinger Schüler Tipps, die Sie ihnen auf ihrem Lebensweg mitgeben können? Ja, also ich glaube, dass da gibt es drei Prinzipien, die ich meinen Studenten in Princeton immer sage. Das erste ist, finde heraus, wer du wirklich bist. Hab deine Ziele, deine Freuden, deine Ängste, sei mit dir im Reinen. Be in sync with you. Das ist sicher nicht einfach und heißt aber auch, dass man nicht nur versuchen soll, das zu sein, was man gerne wäre oder was andere gerne sehen würden oder andere gerne hätten, sondern wirklich das, was man wirklich selbst ist. It can be quite a humbling experience, ist aber wirklich sehr erfüllend. Das bringt dann das Zweite. Finde heraus, was du wirklich gerne machst. Das kommt dann nämlich von selbst. Und da kann man dann sich auch überlegen, was mache ich jetzt wirklich nicht gerne? Weil ich möchte, dass ihr alle erfolgreich seid. Nicht nur beruflich, ne? Auch menschlich. Weil wenn ihr menschlich erfolgreich seid, seid ihr beruflich auch erfolgreich. Und außerdem, es soll ja nicht der Beruf sein, das ist, sondern der Beruf soll ja Erfüllung sein. Das, was man macht, ist ja kein Beruf, sondern es soll Machen sein. Und ich sehe die Wahl dessen, was man da zu finden, was man gerne macht, wie ein Maler. Ein Maler hat eine Palette und auf der Palette hat er oder sie viele Farben. Und erst wenn man diese Farben so alle sieht, dann sieht man, was man nicht mag und sieht aber, was man wirklich gerne möchte jetzt nehmen. Und dann malt man eben nicht fürs Papier oder für die Leinwand, sondern man malt fürs Leben, für sein Leben. Und das bringt mich zum Dritten. Wenn man dann gefunden hat, womit man gerne, was man gerne machen würde und was einen dann interessiert, und meistens merkt man das dann eh sehr schnell, dann zieht einen das hinan, then go for it, do it, take it. Das heißt aber auch, be ready to jump. Und manchmal muss man dann auch springen, Hürden überwinden, Schwierigkeiten überwinden. Und you just go for it. Aber wenn man gefunden hat, wofür man gerne das macht, dann ist das auch weniger ein Problem. Aber da kommt eine große Warnung. Man muss nicht crazy jumpen. Okay? Das sagt man schön im Englischen. Jump with calculated risk. Spring mit kalkuliertem Risiko. Und dann sollte es eigentlich ganz gut gehen. Und ich glaube, mein Leben ist Beweis dafür. Alles Gute.